Hallo, Halli hier und willkommen zum Adventure Mode. Yay! Der Balken unten ist wieder da. Ich weiß nicht, wo der hin war. Jetzt ist irgendwie die Updates, die ändern immer ein bisschen was irgendwie an dem Spiel. Warum auch immer. Ist egal. Ich habe unten wieder meine wunderschöne schwarze Leiste. Das heißt, der Chat hat wieder einen Platz. Den toten Zwergenkauter brauchen wir, glaube ich, nicht, weil wir alleine sterben. Denn, wie gesagt, der Adventure Mode von Warforged ist heute rausgekommen. Und das heißt, wir gucken ihn uns an. Ich hatte vor 2, 3 Jahren haben wir uns den schon mal in Classic angeguckt. Dafür habe ich so, glaube ich, 2, 3 Videos auf meinem YouTube-Kanal. Hat mich da nicht so gefesselt. Was aber vor allem an der wirklich umständlichen Steuerung und so weiter lag. Meine Hoffnung ist, dass das jetzt hier viel besser ist und am besten quatschen wir gleich darüber. Ich muss eine Welt erstellen, ist mir nämlich gerade aufgefallen, weil ich nur aktive Spieler habe. Wir sehen das hier, wir haben unsere Tutorial-Welt, genau Region 5. Das ist irgendeine Testwelt gewesen, die kenne ich nicht. Die hier ist die aktuelle Staffel. Und die anderen weiß ich gerade alle nicht. Und bevor ich da Mist mache und irgendwas überschreibe oder lösche, was wir vielleicht noch spielen, können wir in irgendeiner Reihe, diese Tutorial-Welt wollte ich gerne lassen. Was ist denn die Region 1? Weiß ich nicht. Wenn, dann ist es 2? Nee, in 2 sind wir gerade aktiv. Was ist denn 3 gewesen? Wir gehen mal gucken. Vielleicht ist da eine Festung drin, die wir rausgeben müssen. Mindthrash, Fortress, das ist irgendwas angefangen ist, was es nicht mehr gibt. Was haben wir hier? Desert Death, genau das. Ah, das ist die. Wir leben unten in der Hölle und haben dort unsere Farm angelegt. Das wäre voll doof. Die kenne ich nicht. Das ist die, wo wir. Ist egal, wir machen einfach eine neue Welt. Wir fangen ganz neu an. So. Wir lassen alles auf Standard, weil wir brauchen einfach nur eine Welt. Wir kreieren die jetzt auch einfach. Wir suchen uns gleich irgendwie. Wir lassen jetzt erstmal laufen. Also, während jetzt die Welt erstellt wird, es ist also genauso wie beim Festungsmodus auch, wir brauchen erstmal eine Welt. Wenn wir jetzt schon eine Welt hätten, wo wir schon ein paar Festungen haben und so weiter, könnten wir auch in der starten. Ich möchte aber jetzt ungern eine der bestehenden Festungen löschen, deswegen fangen wir einfach eine neue Welt an. Geht ja auch relativ zügig, haben wir nur ein paar Jahre. Man sieht, wir sind jetzt ja schon im Jahre 71 und so weiter. Wie gesagt, Welt wird erstellt und wir suchen uns einen Startpunkt. Adventure Mode ist so ein Roguelite-RPG. Das heißt, man nimmt halt jetzt nicht, wie bisher, halt eine Bevölkerung für eine Festung und baut dann eine Festung auf, einen Außenposten für ein Zwergenvolk, sondern man möchte wirklich einfach nur mit einem einzigen Typen loslaufen. So richtig schön rollenspielmäßig. So, unglaublich schnell. Jetzt können wir halt direkt in dieser Welt spielen. Wir gucken uns eher an. Wir wollen einfach spielen. Man könnte ja natürlich auch sagen, warte, ist vielleicht ein bisschen intelligenter. Moment, wir gucken gleich einmal, ob das alles sauber drinne ist. Ist der Legend Mode? Den habe ich mir schon in Steam. In der Steam-Version habe ich mir Legends, glaube ich, nie wirklich angeguckt. Ne? Start New Game Exist in World. Dann nehmen wir halt Domain of Dawn, Region 7. Da drin wollen wir jetzt eigentlich starten. Das steht hier aber Start New Game. Ich wollte eigentlich, was machst du jetzt noch? Muss ich jetzt vorhin? Nein, das kommt ja jetzt erst. Genau. Wir können mal in die Legends gucken. Und suchen uns jetzt hier eine Zivilisation aus. Es gibt ein paar. Kann ich hier nach Dwarf suchen? Nein. Schade. Und mich würde es halt interessieren. Irgendein Volk, wo wir wegen Background und so weiter, könnte man sich jetzt aussuchen. Man sucht sich etwas aus und stellt fest, okay, was ist das hier? The Denomination of Saffron, wie auch immer das ist. Das ist eine Zwergenreligion. Der könnten wir ja direkt, also, wie gesagt, wie Legend halt so ist, man müsste sich jetzt theoretisch schon eine Zivilisation hier aussuchen. Könnte sagen, zu der wollen wir gehören, hätte man ein bisschen mehr Background dahinter. Was ist denn der Funker? Ist eine Koboldgruppe? Nein, das wollen wir nicht sein. Drauf gepfiffen. Suchen uns einfach auf gut Glück einen aus. So. Adventure Mode. Schönes neues Artwork im Hintergrund. Man hat es vorher schon gesehen.
Jetzt können wir aussuchen, was wir sind. Das kommt bald. Das ist in Progress und das scheint der normale zu sein. Den können wir nicht auswählen. Ich weiß es nicht. There will be some initial and ongoing direction. Für die meiste Freiheit. All features are accessible, but you'll receive no direction. Also wir bekommen keine Info, was wir machen sollen. Ich würde, glaube ich, den Helden nehmen. Und Starting Skills and Equipment. Können wir nehmen Normal? Wir sind ein Held. Einfach nur irgendein Held. Wir sind jetzt kein Auserwählter, der jetzt ein Gott als Vater. Das ist, glaube ich, neu. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Wir sind aber... Oder sind wir einfach irgendein Hans Wurst? Nein, oder? Wir machen das schon. Wir sind ein Held. Wir sind ein Held. Und hier sind die Charakterauswahl. Da gab es in Classic abnormal viel Auswahlmöglichkeiten. Können wir erstmal aussuchen, was wir sind. Sowas wie ein Dingoman. Ne? Die Dingomänner leben da unten in der Ecke. Können auch ein Elf sein, aber wer ist freiwillig Elf? Seien wir mal ganz ehrlich. Wer ist freiwillig ein Elf? Könnten auch ein paar Menschen sein. Maskierte Liebesvögel-Menschen. Was ist das denn schon wieder? Wieselmenschen oder irgendeine intelligente Wildniskreatur. Alter, das ist ja cool. Albatrossenmänner. Straußenwesen, Pinguinmenschen. Wir sind voll seltsam drauf. Rote Pandas sind voll niedlich. Der Schlangenmann. Oh, dann können wir da Schlangen-Emote. Aber wir haben keine coolen Triebwerke auf dem Rücken. Komme ich wieder zurück? Über Escape vielleicht? Ja. Nein, wir spielen Dwarf Fortress. Wir spielen auch einen Zwerg. Wir fangen mal ganz banal an. Ich weiß nicht. Oder wollen wir sowas Krankes, Seltsames nehmen? Irgendwas Abstruses? Können auch Goblin sein. Aber Goblin fände ich doof. Menschen, Wiesel. Wir sind ein Wiesel. Können wir fliegen als Krähe? Können wir als Krähe fliegen? Oder als, was ist das? Ein Papagei? Armadillo müsste auf alle Fälle einen höheren Panzerungswert haben. Lass mal als Zwerg anfangen. Da haben wir genug Möglichkeiten. Das ist, weil dieser gesamte Kontinent hier oben ist komplett zwergenfrei. Aber okay, wir sind ein Zwerg. Jetzt können wir aussuchen, von wo wir kommen, aus welcher Festung und welcher Gegend wir kommen möchten. Deswegen hätte man sich vor die Legends angucken können, um festzustellen, okay, wir haben den und den Backmount. Ich bin dafür, wir kommen hier oben aus der Bergregion vom östlichen Kontinent. Das scheint ganz super zu sein. Wir sind vom Astgamil, den Sabo of Trust. Na dann. So, wo genau wohnen wir denn? Wir kommen hier so aus der Hauptstadt, wäre voll cool. Das ist so eher neben der Hauptstadt. Oder? Nee, komm, wir nehmen hier so ein kleines Gammeldorf. Gibt es so ein kleines Gammeldorf, wo sonst keiner leben möchte, so außer uns? Ist direkt neben der großen Stadt, ne? Das ist ein bisschen weiter abseits. So an der Stadt. Guck mal, das ist ein bisschen abseits. Kalmwobes. Wir kommen aus Kalmwobes. Und was haben wir gelernt? Wir sind überzeugter Buchbinder. So, wir sind glücklicher Buchbinder. Nein, das ist irgendwas, was halbwegs Sinn ergibt. Wir wollen sterben. Wir sind Miner. Nein. Was sind wir? Was sind wir? Was haben wir gemacht? Wir sitzen dort in diesem abgelegenen Außenposten in Kalmwobes und unterstützen die anderen Zwerge dort als Jäger. Wir sind Jäger und glauben an den Gott der Erde, God of Leader, Rebel and Happiness. Genau. Na, warte mal, da müssen wir wechseln. Da müssen wir Bade sein. Geht das? Kann ich Bade sein und an den Gott der Glücklichkeit glauben?
Ich hab da gerade voll Bock drauf. Komm, wir machen das mal ein bisschen hier. Wir sind Kleriker. Nein. Es gibt kein Baden. Also, wir sind einfach ein sehr glücklicher Jäger. Was haben wir sonst noch hier? Gott des Mörders. Nein, das passt nicht. Das passt ja gar nicht. Wir sind ja einfach nur irgendein Typ, der hier rumläuft. Faithful Worshipper, Zednex Lustful, the God of Death, Blight and Wealth. Nein. Goddess of Juwelen, der Fortresses, Wind, Sky, Moon and Mountains oder von gar keinem. Das ist ja doof. Chaos, War and Victory. Nein. Also, wir glauben an den Gott Belida, Revelry, ich weiß es nicht, und Happiness ist halt, wir sind halt glücklich. Wir sind einfach ein glücklicher Hunter. Jetzt kann ich, wie geht's jetzt weiter? Accept Background. Wir können random Background nehmen, hier wollen wir aber nicht. Wir brauchen einen Namen. So. Der Vorname. Boah. Ernsthaft? Wie wollen wir denn heißen? Lokum. Nein. Wir haben eine. Nee, ich kann mich ja nicht Glatze nennen. Das funktioniert. Random. Was heißt das jetzt? Uwasch? So ein Übersetzer wäre jetzt voll cool, dass man da jetzt sehen könnte, was das ist. Uwasch, irgendwas. Moin Rundstutzen, schön, dass du da bist. Wie benennen wir? Wir können ja nicht. Uwasch. Können wir es umbenennen? Nein, das ist ja. Oh, Bull. Zanek. Genau, ich bin noch in der Namensfindung. Vorname. Zanek. Was auch immer das schon wieder heißt. Oh, nein, warte, nochmal. Was klingt denn jetzt okay? Zazir, Tomb, Atir, Dekut, Zaz, Toll, Toll, Soltik, Wimmer, nein, dann kann ich nicht mal aussprechen. Ja, dass noch einiges fehlt, ist ja, ist klar. Ich habe es ja jetzt noch nicht genauer angeguckt. Ich wollte mich überraschen. Da können wir den Stukus Limulwort. Den kann man fast aussprechen. Das ist okay. Das ist sowas wie Stukus Gold Sound. Das klingt doch voll super für einen Jäger. So, wir müssen Namen. Stukus. Stukus ist der Name. So, wir akzeptieren den Background. Wir sind einfach der Jäger aus Kalmwarps. So einem kleinen Zwergenaußenposten hier am Rand der Welt. Wir waren noch nie lange weg von zu Hause, aber wir sind ein glücklicher, also wir glauben an den Gott der Lieder und der Glücklichkeit, der Happiness. So, wir akzeptieren den Hintergrund. Skills und sowas müsste jetzt dann gleich kommen, oder? Accept Background. So, Skills. Wir haben 95 Punkte über. Wir sind aktuell, sind wir durchschnittlich stark, wir sind ein bisschen stärker, weil wir sind ein guter Jäger. Oh Gott, das kostet aber einen Attributpunkt. Da haben wir ein paar weniger von, da haben wir 35. Also wir sind starker Jäger, ein agiler Jäger, nicht zu agil. Sind aber strunzdoof. Very low. Da kann man sogar. Wir sind etwas dümmer, also etwas dümmer als der Durchschnitt, weil wir sind nur Jäger. Wie kann ich wenig maskulin sein, aber stark? Wie geht das denn? Nein, wir sind nicht dumm. Wir sind. Nee, ich wollte gerade sagen, wir sind unempathisch. Ich glaube, das bringt uns. Das ist voll schlecht für ein RPG, wenn man überhaupt keine Ahnung hat. Was nehme ich denn jetzt noch? Wir nehmen noch ein paar Muskeln mit. Nein.
Empathie. Wir sind empathisch, kennen uns sozial voll aus, haben noch einen Punkt über. Und haben eine gute Intuition. So, jetzt geht's um Skills. Was können wir? Wir sind adäquate Marksdwarfs, weil wir sind ja Jäger. Was können wir noch? Wir können brauchbar ausweichen. Und was müssen wir noch können? Ich würde gern lesen können. Sollten wir jemals über ein Totenbeschwörerbuch stolpern, möchte ich das gern lesen können. Wo ist Uida? Ich habe das vorhin einmal kurz gesehen, bin aber irgendwie drüber gescrollt. Jetzt finde ich es nie wieder, ne? Da, wieder. Also, wir können lesen. Wir sind doch nicht strunzdoof, denn wir können lesen. Wir können Leute schön bequatschen, das ist auch gut. Was brauchen wir noch? Wir können aber auch gut lügen. Wenn wir schon die Leute bequatschen können, dann wenigstens auch mit Sachen, von denen wir meinen, so müssten die das wissen. Was braucht man noch so? Ich hätte noch gern irgendwie sowas, was. Ja, Fischer oder sowas? Nein. Siege Operator, Student. Das heißt, können wir dann besser lernen? Nehmen wir mal mit. Ich möchte mich auch um meine Wunden kümmern können. Dafür muss ich aber auch wissen, was ich habe. Funktioniert das? Kann ich ein Arzt sein? Immer so Grundskills wieder mitnehmen. Aber wir können auch mit einer Axt umgehen. Wir sind ein wirklich guter Axtkämpfer. Und Kämpfer. Und wir können schwimmen. Das fehlt mir ein Punkt, ne? Jetzt habe ich einen Punkt über. Nein! Jetzt habe ich wieder 9 Punkte. Warte mal, wo packe ich die? Das funktioniert doch so nicht. So, jetzt habe ich 7 Punkte. Guck mal, dann sind wir einfach ein bisschen besser in Marksdwarfen. Okay. This chart appears is governed by local population information. Also man kann sich jetzt ändern. Wir haben einen langen Bart. Ist okay. Seid ihr es? Nein, ist er nicht. Ist nicht so klar rasiert. Ist okay. Ja, Mustache geht. Ist nicht ganz so lang. Passt schon. Lange Haare. Ist jetzt zwar nicht geflochten, aber ist okay. High-pitched voice. Oder? So, ist egal. Wir nehmen den Typen so, wie er ist. Er ist Clutch, Dolly, Fount of Drinks und Industry. Ja, okay. So wie Zwerge halt so sind. Ne? So, das akzeptieren wir einfach. Personality. Jetzt geht's los. Ja, hier, man kann das nämlich ändern. Wir können es noch nicht. Okay. Das war in Classic. Man konnte unglaublich viel ändern. Also all dieses, was man als Ziele hat in seinem Leben, was man machen möchte, man konnte zum Beispiel, das war nicht direkt, also ich konnte jetzt nicht sagen, hier, Fight suche ich ein bisschen, sondern durch die Background, den man denen jetzt gab, über die Persönlichkeit, die man ihm gegeben hat, wurde das hier, die Bedürfnisse nachher, angelegt. Man konnte also nicht die Bedürfnisse festlegen, sondern den Charakter des Zwerges. Und aus dem Charakter des Zwerges haben sich dann die Bedürfnisse dieses Zwergs ergeben. Moin, Caleb. Schön, dass du da bist. Change Dream Goal if possible. Creating a great work of art. Mastering a skill. Crafting Masterworks. Das ist das Einzige, was wir jetzt ändern denn. Also, Mastering a skill nehmen wir jetzt einfach mit. Das können wir gleich nochmal ändern. Ich möchte unglaublich ungern Crafter, einer sein, der unglaublich gerne was craften möchte. Randomize gibt es, also ich kann es halt noch nicht voll customisieren. Das finde ich jetzt wirklich schade. Ich will Craft Object, will ich loswerden. Ich will eigentlich Craft Object loswerden. Irgendwie glaube ich, sieht es aber so aus, als geht das gar nicht. Nein, du kannst doch nicht mal craften als Strong Need mitnehmen. Ich habe kein stronges Bedürfnis, was zu craften. Der Typ will durch die Gegend laufen. Außerdem ist er auch kein. Ah, hier ist kein. Was haben wir denn? Klar, quatschen. Er möchte gerne quatschen.
mit der Familie und Freunde Zeit verbringen. Das ist unglaublich schlecht für einen Abenteurer, oder? Und irgendwelche Skills aus. Das ist okay. Wir nehmen mal den mit. So. Finds Idea of Dreams of Rising. Nein, wir wollen jetzt. Nein. Mastering Skill. Also seine Talente sind ihm vollkommen egal. So, Kunst und natürliche Schönheit sind ihm auch egal. Conflicted by this as he values artworks. Also, aber das ist halt doof, weil er mag Kunst und wie sie hergestellt wird. Aber ihm ist Kunst vollkommen egal. Das ist natürlich ein Problem, das er hat, ne? Er kann ein bisschen als Rüde dargestellt werden. Er ist humble, humble, humble. Ist er humble? Ach, er ist humble. Ist mir egal. Go out of his way to help others. Also, wenn er ein Ziel hat, ist ihm egal, was anderen passiert. Hauptsache, er kommt ans Ziel. Das ist mal ein egoistisches Arschloch. The company of others. Wenn er mag es, wenn andere arbeiten. Gut, wer mag das nicht? Ne? Je mehr die anderen arbeiten, desto weniger muss man selber tun. Nein, das stimmt auch nicht. Also, dass sie oft feels lustful. Na dann. Comfortable with others and have a different appearance of culture. He can handle stress. Das ist wichtig. In Dwarfortus ist es wichtig, mit Stress umgehen zu können. Und er kann sich nicht auf materielle Güter fokussieren. Das ist okay. So wie die anderen hier, hat einen großen Respekt vor dem Gesetz und bla bla bla. Das sind diese Standard-Zwergen-Gedöns. Da kriegen wir die Personality erstmal so hin, wie sie ist. Und jetzt rüsten wir ihn aus. Er hat eine Kupferaxt. Er trägt ein Lederkleid mit Handschuhen, Socken, Schuhen. Eine kleine Lederhose. Hat ein bisschen hier, was ist das? Honey Badger war. Ah. Er hat Fleisch dabei, eine Wasserflasche und einen Rucksack. Wir haben noch 255 Punkte über. Können wir den jetzt nicht? Wir packen den statt in einem. Damit können wir die Qualität hochsetzen, ne? Ja. Wir können auch einfach eine Eisenbrustplatte anziehen. Statt einem Kleid. So. Helm. Eisen ist ganz schön teuer. Genau. Schreckser. So, schön, dass du da bist. Ja, Honigdachs, das war's. Genau. Mir ist der Name nicht eingefallen. Danke. Irgendwo muss er ein bisschen essen mit. Muss er auch Holz nach mitnehmen? Wie gesagt, ich habe den Adventure Mode auch nur einmal in Classic gespielt und war mit der Steuerung. Die war da total strange und seltsam. Das heißt, wir rüsten mal ein bisschen mit Rüstung aus, weil wenn wir schon kämpfen müssen, weil wir wollen ja rausgehen. Dann vernünftig und nehmen einfach noch eine Hose mit. Dann brauchen wir die aber nicht mehr. Dann haben wir jetzt noch 25 Punkte über. Wir haben jetzt halt eine Brustplatte. Ein Helm und eine Eisenhose. Damit überleben wir. Ich habe keine Ahnung, wie das nachher mit der Party hier abläuft. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Jetzt haben wir 25 Punkte über. Ach, das geht ja gar nicht. Wir sind ja auch Markswaffe. Ich kann aber jetzt keine... jetzt ist mir der Name für die Armbrust entfallen. Ja, kein... Bau. Bau nehmen wir ja nicht. Wir wollen... Oh. So, total unauffällig einmal nachgucken. Crossbow! Crossbow! Mensch! Nehmen wir einen Kupfercrossbogen mit. Und dann brauchen wir nämlich noch die Bolts. Was kosten so ein Bolt? Nun nehmen wir einmal Bronzebolt mit. Einen. Für den Notfall. So, passt. Genau damit laufen wir jetzt rum.
Das Equipment nehmen wir an. Jetzt haben wir noch. Ach, wir hätten uns noch ein Tier mitnehmen können, so eine kleine Hauskatze. Add a Party Member. Adden wir Party Members? Nein, wir finden Party Member, oder? Wir machen das alleine. Wir sind erstmal der einsame komische Typ, der komische Jäger da in dem Dorf. Und ich. Da machen. Ja, toll, jetzt habe ich eine Party. Das funktioniert doch nicht. Die wollen nur was zu essen haben, wenn wir Tiere mitnehmen. Wollen wir eine Frage an euch? Wollen wir eine Party erstellen oder wollen wir einzeln loslaufen? Michaela möchte gerne Party haben. Gibt es Gegenstimmen? Und verweise mache ich hier gleich drei Leute. Also ihn und er kriegt zwei Kumpels. Und wer Punkte für den Noble ausgibt, darf den benennen. Lonesome. Guck mal. Schreckser sagt alleine. Caleb sagt, also irgendjemand muss jetzt. Wir brauchen eine dritte Stimme. Oder ich muss ihn umbenennen, dann ist er jetzt halt einfach Caleb. Ach komm. Wir machen das so, dass das passt. Wir spielen den alleine. Damit Caleb aber seine Punkte hier vernünftig hat, ist das jetzt Caleb. Kann ich jetzt hier plötzlich in zwei Feldern gleichzeitig drin sein? Das kann auch nur das Spiel. So. Wir schicken Caleb los. Caleb Limulwot. Der Caleb Gold Sound ist jetzt unser Typ, der jetzt hier losstiefelt. Und zwar dort. Der Adventurer wartet. Jo. Und nun? So, ich habe meine Sachen zusammen. So, Schatz, as it is. Now it's your time for action adventure. The rush of excitement. You've forgotten where you were going to go. Perhaps some of your friends here can remind you. Ich habe vergessen. Ich habe doch Memory extra nicht runtergesetzt. Ich habe schon vergessen, was ich überhaupt. Oh, sammelst all deine Sachen zusammen und denkst dann, oh. Jetzt habe ich ganz vergessen, warum ich meine Sachen gepackt habe. Wo wollte ich denn nochmal hin? You lie on the ground? Nein, ich wollte mich. Ach, die ganzen. Nein. Moment. Also, erstmal sind wir da. Wir haben eine Axt anscheinend. Wir haben einen Helm. Wir sehen dort ein bisschen anders aus als hier. Ist aber nicht schlimm. Greetings. My name is Ines. Irgendwas. Was ist denn jetzt hier los? Okay, das verstehe ich gerade. Moment. So, hier, greifen, gucken, weiß ich nicht, springen? Irgendjemand spielt und die sind alle am Quatschen. Ich wollte da hin und mit dem reden. Basically trustworthy. Moment mal. Wie? More. Okay, so. Jetzt gehe ich hier runter. Ich würde eigentlich gerne mit dem Typen da quatschen. Da stehe ich auf ihm. Ach da, ich muss wahrscheinlich auf so quatschen gehen, oder? Start a conversation mit Nami und irgendwas. Da ist es doch. Das liegt ja die ganze Zeit. Soll ich ändern? Ich werde liegen dazu. Zwerg. Ich habe doch jetzt gerade. Also jemand ist. Ja. Moment. Dagegen gehen. More. Okay. S drücken. Ich bin aufgestanden. Ich möchte gerne mit jemandem sprechen. Den grüßen wir jetzt erstmal. Hallo? Und jetzt, du, greetings, my name is Caleb Goldsound.
Ach, Quatsch nicht, also das ist gerade ein bisschen voll hier. Ja, ich habe es auch verstanden. Also hier liegt anscheinend noch jemand. Jetzt haben wir müssen, ich dachte, wir wohnen hier. Da müssen wir uns auch nicht vorstellen. Oh, tu so schäber, tu bla, tu bla. Mit uns hat keiner gesprochen. Ach, jetzt klicke ich immer, wenn ich klicke, laufe ich in die Richtung. Ich will aber doch mit einem reden, habe ich doch gesagt. So, Continue Conversation wissen, haben die irgendwas? So, jetzt, wir wollen auch wissen, wo wir hin müssen. Ask for direction. Whereabouts, bla 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 bla, Direction for which, irgendwas. Nee, alles gut, Caleb. Ist alles okay. Alles, was ich hier, wie gesagt, es ist immer sehr seltsam, finde ich manchmal so. Es sind nur der Directions. Wer war, ja, wie ich irgendwo hinkomme. Zum Spielbär. Wer ist jetzt der Spielbär? Eigentlich wollten wir doch wissen, wo wir hin wollen. Und das wollte doch, sollen wir doch unsere Freunde fragen. Jetzt ist natürlich die Frage, sind das hier überhaupt unsere Freunde? Drücke deine Emotionen aus. Kommentiere das Wetter. Beruhige den Zuhörer. Erzähle einen Witz. Achso, wirf ihm vor, dass er eine Kreatur der Nacht ist. Oh Gott. Ask about listeners family. Back about your past violin. Okay. Ah. Hilft mir nicht. Give, take or show personal items. Kommt bald. Kommt sehr viel bald. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Ask about the surrounding Ebene. So, erzählen wir was darüber. So, und jetzt? Hat mir irgendjemand was erzählt? Boah, hier sind so viele Leute, die quatschen. Jegliches, alles, was hier irgendwo erzählt wird, wird gesagt. Habe ich mich jetzt wieder hingelegt? War nicht meine Absicht. Ich muss irgendwas falsch gedrückt haben. Der redet nicht mit mir. Der will mir nichts sagen. Ich gehe jetzt raus. Irgendjemand da draußen wird mir schon sagen, was Sache ist. So, wenn der das nicht tut, dann machen wir das wieder. So, einfach rausgehen. So. Ich habe gefühlt keinen Auftrag. Ich weiß nicht, wo wir sind. Hier ist irgendein Weg. Hier oben ist anscheinend die Farm. Das ist okay. Muss ich jedes Mal jetzt klicken? Kann ich nicht die... Ah, okay, ich kann doch das Numpad, kann ich nehmen zum Bewegen. Wir kommen hier aber nicht raus, ne? Reden. Start New Conversation. Grüßen. Rede, ruf mit allen. Hallo! Redet mit mir! Egon, der Österreicher. Hallo, schön, dass du da bist. Hey, Onget. Wir rufen einfach Hey, Onget raus. Ich weiß nicht, wer Onget ist, aber den scheinen wir jetzt zu rufen. Redet irgendeiner mit Calem? Keiner möchte mit Calem reden. Hallo. Ruft ihr auch einfach mit das Kind? Wollen wir mit dem Kind reden? Das Kind scheint das Einzige, das mit uns sprechen möchte. Aber wer von euch ist denn das Kind? Wie kann ich bestimmen, mit wem wir hier reden? Ich kann jetzt hier aktuell nur klicke Creature to start a new conversation. Also, wir reden jetzt mit dem Pressure. So. Wir begrüßen den Treasure. Und begrüße mit Hey, show us. So. Wo ist der Treasure? Redet ihr auch mit uns? Gut, der
Der Presser redet mit uns, er freut sich, dass er uns sieht. Das ist doch schön. Also setzen wir die Konversation mit dem Presser fort und fragen, ob der irgendwelche Probleme hat. Specific Incident or Rumor. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Kannst du mir das sagen? Sweat Rumor of the Savers of Trust March to find a site in the Siena Hills. Nein. Ach, ich wollte nicht abbrechen. So, Pressure. What will you say about the incident? Change subject muss ich nehmen und dann about any troubles. How have the, wie läuft's? So, wo ist es hier? Ein Biest aus der Wildnis has been harassing our people. So, was heißt das jetzt? Trotted Shadow is in the Aquamarine Field. Seek this place if you hunt. Kitos Leshazer the Dingo. Wir sollen ein Dingo jagen. Okay, das ist jetzt wieder RPG, wie man es kennt. Such dir ein Tier und töte das. Ja, das ist wirklich allein. Ich verstehe alle Gespräche, die hier jetzt gerade im Raum stattfinden. Hier sind ja ein paar Zwerge, werden hier alles dargestellt. Es wird jeder sagt irgendwas, das steht hier. Hier sagen wir, was ist immerhin hervorgehoben und auch die Antwort an uns gerichtet ist auch hervorgehoben. Finde ich, sieht man nicht sehr gut, aber man sieht es. Und das Konversationsmenü ist einfach unglaublich komplex. Vor allem, man kennt ja viele von den Örtlichkeiten nicht. Ich kann jetzt auch nicht einfach sagen, kannst du mir etwas zu dem und dem Ort erzählen? Ohne dass ich überhaupt weiß, wo der und der Ort ist. Das ist halt schwer, weil ich kann die Legends ja nicht auswendig gelernt haben, jetzt vor meinem Startpunkt. Ja, ich glaube, die Komplexität vom Dialogmenü wird so bleiben. Ich hoffe nur, dass sie die Bedienung vielleicht ein bisschen einfacher machen. Oder dass man zusätzliche Infos zu den Orten irgendwie noch kriegt. Also, wo muss ich denn jetzt zum Beispiel hin? Cut. Can't travel until you enter, emerge from underground. Achso, hier unten sehe ich jetzt keine Karte. So, sagt mir, also das ist jetzt die Karte von der Welt anscheinend, die so wie wir, also von der gesamten, von dem Kontinent, den wir kennen. Deswegen hat es auch eine ganz andere Optik als jetzt im Festungsmodus. Wir kennen auch nur diesen Kontinent, weil Zwerge fahren ja nicht über die See anscheinend. Das müsste jetzt eigentlich alles unser Kontinent sein. Wenn ich mich nicht irre, ich kann die auch irgendwie nicht bewegen, die Karte, ist aber auch nicht schlimm. Wo finde ich denn jetzt zum Beispiel beende mal die Reise. So, erst einmal gehen wir hier raus. So, das macht, wie gesagt, das ist ja jetzt Numpad, alles okay. Jetzt gehen wir auf die Karte. Jetzt kriegen wir die Karte auch angezeigt, hier, wo wir sind. Man sieht die verschiedenen Unterkünfte. Man sieht die Gegend jetzt genau sozusagen den Startziel, wo wir sonst so sind. Ja, wir kennen auch nur diesen einen Kontinent, weil die meisten Zivilisationen, da war Fortress sich dafür ausgelegt, dass man über die Meere fahren kann. Deswegen kennt man nur einen Kontinent sowieso. Man kann ja auch im Festungsmodus nicht kontinentübergreifend angreifen oder angegriffen werden. So, große Karte, kleine Karte. Jetzt könnte man sich wahrscheinlich ein Ziel zum Traveln aussuchen. Das ist, ach, dann gehe ich, nee, jetzt gehe ich große Schritte, ne? Stimmt, das ging auch. Das ging, genau, man könnte mir hier, kann man jetzt nämlich, glaube ich, auch laufen, ne? Wie komme ich hier raus? Entwebel, so. Okay, dass ich mit Numpad steuern muss. Ich glaube, die Maus, die kann man einfach irgendwo festkleben, die braucht man nicht. Ich war draußen im Regen. Oh nein, wie schlimm. Ich labert mich nicht voll hier. Der verfolgt mich. Willst du was von mir? Nee, du musst zu welchen in dieselbe Richtung. Ich folge dir mal. Wo gibt es denn jetzt sowas wie Usability? Nein. Craft to Butcher. Kommt, gibt es auch noch nicht.
Performance zum Tanzen, dann will ich nicht. Einfach nur irgendwo hinspringen, klettern, such nach Käfern. Yield opponents, you have a weapon draw, click to swap it. Wo ist etwas? Leap or wait, Bild. Wir können auch bauen, okay? Through your luck, das ist schlecht. Through your Status, das ist mein Status. Wie kriege ich den Status wieder weg? Escape. Okay. Wie gibt's jetzt? Companion Sexual Settings in Switch Party Members. Wir sind alleine. Ich hätte Combat-Optionen. Attack Preferences. Wir. Aha. Announce. Oh Gott. Aquamarine Field. Wo ist denn das Aquamarine Field? Nee, der sucht, glaube ich, die. Keine Ahnung. Vielleicht hat man Ungeziefer. Zur Ungezieferbekämpfung gibt es ja sonst auch. Ich finde es auch schade. Hier ist jetzt gar keine Musik, oder? Hätte ich das vorher gewusst? Ich hätte mir das denken können. Im Classic gab es im Adventure Mode auch keine Musik. Finde ich aber ein bisschen schade. Oder gibt es die nachher nur im Kampf? Also das hätte ich das vorher gewusst, hätte ich jetzt irgendwas im Hintergrund nebenbei angemacht. Ist so aktuell nicht geplant. Ich habe ja nicht die zweite Tonspur bei den Dwarf Fortress Sachen, dass ich jetzt mal in Spotify anstellen könnte. Deswegen tut es mir leid, wir müssen das so machen. Aber ich hätte eigentlich auch gehofft. Wo finde ich jetzt die Aquamarinfelder? Zum Beispiel. Wir sind da. Kann man hier suchen? Nein, kann man nicht. Man konnte auf den Karten noch nie suchen. Also, wo finde ich Aquamarinfelder? Das wäre jetzt der nächste. Da? Da ist es auf alle Fälle irgendein Monster. Ja gut, der DF-Soundtrack gehört dazu, ne? Ja, Moment, dann machen wir mal. Kriege ich das hier hin? So, suchen wir mal. Ganz ohne ist irgendwann auch doof, ne? So. Dwarf Fortress Soundtrack. Gleich einmal bitte schreien, wenn es zu laut sein sollte. Ich hoffe, das passt so. Ansonsten bitte einmal rufen, wenn es zu laut ist. Aber wir müssen ja wenigstens ein bisschen, ne? So, trotzdem hilft uns das nicht weiter. Die Atme. Jetzt haben wir einen Auftrag. Ich habe einen Auftrag und ich hätte gerne einen Punkt, der mir sagt, gehe dahin. Zu den Aquamarinfeldern. Das gibt es bestimmt. Ich bin nur zu doof, das zu finden. Über Travel? Nee. Also, das ist wegwerfen. Nein, ich will das nicht wegwerfen. T für. Werfen. Okay. Ich muss für die ganzen Kürzel irgendwann, dass das wird hart. Dark Goblin Bild. War Phil Talk auf Canvas a Short Walk on the West South West. Fortress. Zwergenturm. Dark Goblin Pits auf Felsig. Das sind die Örtlichkeiten in der Nähe. Nichts davon ist aber jetzt unser. Aquamarine Field, wo uns ein Dingo erwartet. Können uns natürlich auch mal ein bisschen umgucken. Die Nachbar. Oh Gott, das ist auch so voll. Ah, oh, da will ich aber nicht. Wo finde ich jetzt die Aquamarinfelder? Okay, das zu den. Hier zumindest. Nehmen wir es mal ein Feld. Aber sieht nicht sehr nach Aquamarie. Was ist denn das für eine Luke? Wir sind einfach mal neugierig. Das sieht aber noch zu, wird ja noch zu uns gehören. Jetzt hört man, hört die da drunter schon rufen. Kann ich das jetzt. Wie komme ich jetzt runter? Pick irgendwas. Nein, das ja nicht. So, ich gehe da rüber. Ah, und hier ist jetzt ein Open. Nein.
Ach da, das Control 5. Hier sitzen wir auf der Treppe. Stell fest, hier ist voll. Wie komme ich jetzt wieder nach oben? Da gibt es keine Taste für. Ist da unten einer schlecht gelaunt? Die liegen hier alle rum. Jetzt kann ich mir sie mir angucken. Das will ich aber auch nicht. Weil wir können fragen. Wir hätten den Typen einfach fragen können. Moment. Jetzt liege ich schon wieder. Die sollen nicht so rumschreien da unten. So, jetzt müssen wir theoretisch nochmal zu dem einen Typen zurückgehen. Und dann können wir doch einfach sagen, hier, sag mir, wie ich da hinkomme. Wir können auch immer fragen hier. Oh Gott, mit wem haben wir denn gesprochen? Hilfe! Konversation? Nein. Da ist der Prescher. So. Neue Konversation. Grüße. Quatschen mit dem Presser. Sag mir ein. Wo ist es? Listener Direction. Wie ist das jetzt? Irgendwelche Fields. Drache. Nein, Drachen nicht. So weit sind wir noch nicht. Wo ist da eine Hydra? Nein, auch nicht. Vor allem ist alles am Getier. Ist da wirklich alles. Was mit solchen großen will ich ja nicht. So, erst wenn ich Enter drücke. So, warte mal. Braucht den genauen Namen nochmal. Entschuldigung. So, wo war das? Wo war das? Wo war das? Wo war das? View Companions. Da nicht, da nicht, da nicht. Alle Announcements. Alle. Ich brauche einen Questlog. Ich brauche dringend einen Questlog. Aquamarinfield. Also, wir suchen jetzt Direction. Ist Trottel Shadow der gewesen? Ja. Can you tell me the way to Trottel Shadow? Man muss einfach noch fragen. Voll Sinn. Ist Fatuse im Südosten? Wir erhalten eine detaillierte Beschreibung. Karte. Richtige Karte. Südosten. Das ist der Dingo. Da müssen wir hin. Okay, gut, Kellim, kein Problem. Danke für den Lurk. Gut, da müssen wir hin. Okay, das ist ja nicht schlimm. Moment. Wenn über T? Nee, D ist das. Okay. Ich dachte, Travel mit T wird wieder Sinn ergeben, aber T ist ja fürs Werfen. So, also, nehmen wir. Aber D ist zum Reinkommen ist es nicht. Da ist es ein Groß-T. Was ist das hier? Wissen wir nicht. Also wir müssen jetzt eigentlich nach. Also der Weg ist jetzt relativ weit. Ich möchte das nur einmal jetzt. Passiert? Kann mir hier jetzt unterwegs. Natürlich kann mir unterwegs was passieren. Ich kann auf alle Fälle nicht durch die Berge klettern. Oh Gott, die Karte wird jetzt plötzlich größer. Da ist ein Totenbeschwörerturm, der ist vielleicht noch nicht ganz so unser wahres. Wo sehe ich denn unser aktuelles Datum? Okay, der Weg da unten hin ist wirklich weit. Das ist auch immer, das ist in sehr vielen RPGs so, dass die Aufgaben doch immer sehr weit weg sind, ne? Vielleicht sollten wir erstmal andere Aufgaben suchen. So, jetzt stehen wir hier. Mitten im Wald.
So, wo ist unsere Hungeranzeige? Wo ist meine Datumsanzeige? Wo sind die ganzen Anzeigen? Den Statusanzeigen. Wir sind healthy, bla 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 bla. Wir haben nicht viel zu essen mit. Wir sind nass. Genau, ach, wir sind vorhin durch den Fluss gewartet, ne? Ja, okay, es ergibt Sinn. Ah, da fliegt eine Eule. Wo fliegt die? Hau die Eule. Ja. Ich möchte es nur einmal ausprobieren. Alter, wo ziehen wir denn hin? Auf den Oberkörper einer Eule. Wie man angreift. Your Hexe warn on the upper body from behind with your copper battle axe, tearing apart the mask and tearing apart from the white lung. The tear has been opened by the attacks. The barn owl is having trouble breathing. So. So, Feierabend. Left wing skids along the ground. Boah. So, muss ich jetzt nochmal hauen? So, die Eule ist tot. Ich will ja nirgends wohin. Ich dachte, ich könnte das jetzt aufheben. Kann man das jetzt nicht? Wo war denn das hier? Da ist es. Interact. Wir sammeln die Leiche auf. Wir haben es in der linken Hand. Jetzt können wir es in den Rucksack packen. Wo ist denn unsere tote Eule? In der linken Hand haben wir eine Eule. Die packen wir jetzt in einen Container. Und zwar in unseren Rucksack. Das ist keine arme Eule. Das war jetzt der Test, wie wir kämpfen. Jetzt machen wir es nämlich gerade. Oh, was ist denn hier? Da geht's runter. Okay. Moin, Vince. Schön, dass du da bist. Wir wissen nicht, ob sie nett war. Vielleicht war das eine fiese Killereule. Wir befinden uns in der Nähe zu einem toten Beschwörerturm. Der ist da. Wir haben vielleicht unser ganzes Dorf gerettet durch das Töten von dieser Eule. So, wie ist das jetzt? Jetzt können wir. Ich will mal Make Campfire. Wir machen jetzt ein Campfire im Norden. Nördlich von uns ist jetzt ein Feuer. Brauche ich da kein Holz für? Das ist okay. Also, wir haben jetzt ein Feuer. Kann ich jetzt die Eule da drin braten? Also, Butcher ist ja. Gibt's ja nicht. Da steht extra bei. Hier stand da vorhin ja. Warum habe ich jetzt einen Punkt neben mir? Weiß ich nicht. Aber Butcher is coming soon. Interact with nearly. Make campfire. Nein. Ich will es ja nicht. Ich dachte, ich könnte es was mit dem Campfire machen. Ich kann, wenn ich mich draufstelle, fange ich an zu brennen. Können wir brennen? Bestimmt können wir brennen. Es ist Dwarf Fortress. Alles kann brennen in Dwarf Fortress. Ich hätte jetzt gedacht, ich könnte unsere Eule jetzt darauf braten. Oder das andere Fleisch, das wir mit haben. Das hätte jetzt voll Sinn ergeben. Ability nutzen. Kommt auch zu. Es kommt sehr viel erst zu, ne? Wir können von oben jetzt irgendwelche Nüsse pflücken. Da draufklicken bringt mir nichts. Ausmachen können wir es nicht. Und was der Punkt neben mir bedeutet, weiß ich nicht. Wir sind gesund. Steht irgendwo bei, wenn wir Hunger haben. Das müsste ja eigentlich beim Status nachher stehen, ne? Okay, wir lassen einfach das Feuer unbeaufsichtigt im Wald brennen.
Ich finde es auch schön, wie die Bäume wirklich sozusagen das Sichtfeld begrenzen. Was im Wald beim Totenbeschwörerturm bestimmt voll schlau ist. Alter, ich bin jetzt auf dem Baum, ne? Verdammt, wir sind auf dem Baum. Ich will nicht auf dem Baum laufen. Ich wollte hier runter. Ein Wiesel. Hilft uns nicht. Können wir das Wiesel einfangen? Nein. Kann ich mich auch. So, aber wenn ich aufhörf drauf gehe, dann hau ich das automatisch. Das ist aber. Na gut, dann töten wir es halt ein Wiesel. Kann ich einen Baum fällen? Campfire. Fell the Mount Tree West. Ich kann einen Baum fällen. Ja, wir haben einen Baum gefällt. Das funktioniert und das Wiesel ist entkommen. Während wir den Baum gefällt haben. Ich kann auch kein Holz aufnehmen. Ich hätte im Dorf nach mehr Aufgaben fragen sollen, ne? Shift D. So, in der Nähe des Dorfs. So, tack, über die Brücke. Können wir bitte Aufgaben haben, die in der Nähe sind? Was Kleines, so tötet die Ratten im Keller, irgendwie sowas, was ja auch sehr RPG-mäßig ist. Ich könnte auch eine tote Eule zu verkaufen. Ich habe keine Ahnung, wie mir das passieren konnte, aber ich hätte eine zu verkaufen. Jetzt da, ne? Ich kenne unser eigenes Dorf noch nicht so ganz, wo die Eingänge alle sind. Ich dachte, ich folge einfach dem Weg, aber es scheint falsch zu sein. Wir sind knapp vorbei. Knapp vorbei ist auch daneben, ne? So. Okay, hier lang. Da, da ist die Tür, da kamen wir her. Oder? Ja, das kommt mir bekannt vor. Sprechen wir einfach mit ihm hier. Wir sind Zwergenkind. So. Das wie immer sehr alte Zwergenkind. Das kennen wir schon. Wir grüßen das Zwergenkind. Es freut sich. About any troubles. Gibt es irgendwas anderes Interessantes? The creature is meaden, the troll. This vile fiend has killed three in her lust for murder. Arthur, whereabouts of the troll? Wo ist denn der Troll? On the move or deep underground, but I can't be sure. Okay, er weiß nicht, wo es ist. Ist okay. Hast du sonst noch was von der anderen gehört? We've got beasts. Okay. Ask about the beasts. Creature of the night has our people covering in fear. The ashen shade is in the prey of granite. Seek this place if you hunt in Pagusbama the monster of shadow. Zwei Fiend has killed two of. Hat zwei Leute getötet. Wo ist denn das? In the Puerio of Granit. Und wo ist das? Ask for direction. Ashen Shade. Tagesreise im Norden. Okay, wie weit ist jetzt, können wir uns jetzt verabschieden von ihm? Also so, danke, hast du gut gemacht. Say goodbye. Muss sein Gespräch auch beabschließen, ne? Kind freut sich. Jetzt gehen wir wieder auf die Karte. Und da ist jetzt das böse Schattenwesen.
Schatten ist normalerweise nicht so stabil. Kann ich? Nee, Schnellreise und so weiter gibt's ja nicht. Wir müssen das ja wirklich laufen. Beziehungsweise über die Reisefunktion hier machen. Ist halt weiter, ne? Eine Tagesreise Richtung Norden. Wir sind ja ein Held. Sind uns nicht um. Wir nehmen aber die nicht durch die großen Berge. Wo sind wir? Dauert noch ein bisschen. Wir umgehen die großen Berge. Ich muss das ausprobieren. Ich muss jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das Schattenmonster jetzt die beste Idee ist, aber Schatten waren genauso wie Asche und so weiter nicht wirklich stabil. Deswegen bin ich einfach optimistisch. Und wir stellen fest, dass es das ist. Das ist jetzt die Musik vom Spiel? Klingt gerade so. Doch nicht. Ich habe mir gerade Gedanken gemacht, dass tatsächlich Musik im Spiel vorkommt. Also in diesem Modus. Es ist schon Winter. Oder hier ist es halt kälter. Und wir sehen hier nicht viel. Aber irgendwo gibt es hier ein Schattenmonster. Ich muss. Das andere, die Classic Adventure Modes sind auch so geändert, dass ich einfach gestorben bin. Bis auf dem, wo wir unsere alte Festung besucht haben. Und das hat funktioniert. Wir können wahrscheinlich nicht wirklich weit gucken. Einfach weiter nach Norden gehen, okay. Ist noch ein bisschen. Haben wir jetzt ein. Eigentlich wieder Hunger oder sowas? Die Info muss es ja irgendwo geben. Schauen wir jetzt aus und nach. Ja, da. Essen, trinken. Wir können jetzt Open Inventory. Ist das. Und irgendwo am nächsten Fluss können wir die Wasserflasche mal wieder auffüllen, ne? Genau. Und trink das. Ich lecke dran. Wir hätten. Die ist nicht aufgefüllt. Achso, ich dachte, wir starten mit einer gefüllten. Weil irgendwo, es ist alles gefroren. Hier gibt es kein Wasser. Wir sind in der Höhle vom Monster. Wir sind, denken mal, positiv. Irgendwo wird es schon Wasser geben. So, ist auch gefroren. Kann man sich auftauen? Also könnte ich jetzt, wenn ich zum Beispiel sage, ich mache ein Campfire im Westen. Und dann kann ich auf mein Inventar gehen. Kann ich jetzt hier was kochen? Nein. Ich könnte. Ich habe Eis. Ich habe drei Eis. Warum habe ich drei Eis? Ich habe 100 Silver Coins. Interagiere auf das Eis auf eine andere Art und Weise. Ach, guck mal. Hitze, Eis, near Campfire. Jetzt haben wir Wasser. Wahrscheinlich. Water. Wir trinken das Wasser. Ja, wir haben keinen Durst mehr. Da haben wir irgendwo mal Wasser in der Tasche. So. Das heißt, ich kann mir jetzt auch die Eule schnappen. Und können die jetzt über dem Wasser erhitzen. Und jetzt passiert was? Jetzt haben wir eine verbrannte tote Eule. Das sieht doch genauso aus. Jetzt können wir es auf alle Fälle, wir können es auf alle Fälle essen. Pack sie in den Container, nicht in die Wasserflasche. Nochmal. Wir können das Wasser aber in die Wasserflasche packen.
Backe das Wasser. Im Back. Nein, das klappt auch nicht. Nochmal nachgucken. Ach, das war. Ach, es ist eingerückt. Das Wasser ist da drinne. Deswegen war es auch gefroren. War zwar da drinne, aber gefroren. Weil es ist ja kalt hier. Ich finde das cool, dass sowas halt wirklich simuliert wird, ne? Auch wieder. Deswegen mag ich mal Fortress halt so, weil du hast. Es ist halt komplex, weil einfach alles irgendwie mitzunehmen wird. Dir gefriert hier auch das Wasser in der Wasserflasche, deswegen machst du ein Feuer, um das Wasser in der Wasserflasche darüber aufzutauen. Und das finde ich irgendwie cool. Es hat was. Es hat einfach was. So. Dass das Monster uns jetzt gleich töten wird, weil ich einfach zu voreilig bin, weil ich das unbedingt rausfinden möchte, ist ein anderes Problem. Aber da müssen wir gemeinsam einmal durch. Ich will es einfach ausprobieren. Weil die bieten einem, glaube ich, einfach nur was an. Das ist jetzt nicht so, dass man Quests kriegt, die auf das Level zugeschnitten sind, sondern du kriegst halt einfach irgendwie töte etwas. Und dann läuft man halt los und tötet etwas. Das ist nur, wo bekomme ich denn die Belohnung? Kriege ich da überhaupt eine Belohnung für, wenn ich das jetzt wirklich schaffen sollte? Gibt es eine Belohnung dafür? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Wir sind zu weit gelaufen. Das ist ja auch lustig. Moment, zurück. Oder? Hat nicht, jetzt nicht das T. Ah. Shift T. Karte. Sind hier richtig. Wir glauben, dass es hier ist, weil unsere Heimat uns das so gesagt hat. Das heißt aber nicht, dass das stimmt, ne? Müssen wir jetzt dann hier eine Höhle finden? Es ist ja gar nicht mal so einfach, ne? Jetzt sind wir wieder zu weit. Also ein bisschen nach. Bisschen nach Norden. Also hier ist auch ein Berg hier. Und hier wurde das letzte Mal gesehen. Aber es hilft uns nicht. Verdammt. Okay, gezielt, also wir. Gut, es gab ein Gerücht, das Vieh wurde da mal gesehen. Es ist natürlich ein paar Tage schon her, ist halt älter. Jetzt findest du es hier natürlich nicht. Kann natürlich auf Dauer dann auch frustrierend sein. Dann sitzen wir hier und ich denke mir, okay, drauf gepfiffen. You cannot travel until you leave this site. Also, wir sind auf alle Fälle im Feindesgebiet. Deswegen, ne, schnelles Reisen außerhalb, also wie jetzt gerade so in dieser Reisekarte, geht nicht. Solange wir an dieser Site sind, wo angeblich dieses böse Monster auf uns lauert. Ich will das Schattenwesen finden. Ich hätte gerne irgendwo eine Tag-Nachts-Anzeige, Uhrzeit, irgendwie sowas. Ich sehe das noch nicht. Aber ich sehe auch nirgendwo irgendwie einen Eingang in eine Höhle oder sowas. Das hätte ich halt jetzt irgendwie noch interessant gefunden. Wenn hier eine Höhle oder sowas wäre. Ist es aber nicht. Wo sind wir jetzt? Ganz weit ab vom Schuss? Da kann es auch fliegen und wir sehen es deswegen nicht. So, jetzt sind wir da, wo wir sein sollten. Oder wo es sein sollte, so rum. Hallo, kann ich hier rufen? Hallo! Mein Name ist Kalem. Will mich jemand umbringen hier in der Gegend? Hallo!
Ich suche ein Monster, das hier getötet werden möchte. Was sich angeblich hier irgendwo aufhält. Ach, die Kreaturen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, ne? Und sowas nennt sich Schattenmonster. Lässt uns hier einfach so rumdümpeln und sagt nicht, wo es ist. Da kann uns ein Nachbar helfen. Dann gehe ich halt. Nebenan ist halt nochmal eine Siedlung gewesen. Dann reden wir halt mit der, vielleicht haben die andere Aufträge. Dann wird man so ein Dingo ja auch nicht finden, ne? So, die Zeit haben wir jetzt überstanden und jetzt gehen wir hier nebenan einfach mal ins in die Nachbarsiedlung. Ich habe keine Ahnung, was für eine Siedlung das ist, aber da gehen wir jetzt einmal hin. Hier hat es auch geschneit. Da. Hallo. Reden damit mit dem Kleriker. Grüße. Don't meet many people with the name Caleb. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich kenne auch nur einen. Gibt es irgendwelche Probleme hier? Wir vermissen einen Schatz. Okay. Erzähl mir was darüber. So, irgendein Relikt, ein Silberkriegshammer. Oh, das coole möchte ich haben. Soll zurückgehen. Avus Drunkensmith. Der trunkene Schmied, der will wir wissen, warum der weg ist. Das, was ich gehört habe, wurde ja getragen von Tosit Scar Diamond. Okay, wo ist denn der? Der Zwerg. Diamond. Spines of Folding. Wieder mitreden. Conversation fortsetzen. Direction. Müsste es das sein? They travel to this house. You receive a detailed description. In 26, the glow furnace of the... Ist es das jetzt? Dann muss ich nochmal nachgucken in unserem komischen Log hier. Was hält bei Tosit Scar Diamond? Wo kann ich den finden? Das ist Spine of Folding. Ruletics. Ruletics is the day's travel to this house. Da waren wir doch schon. Genau das andere ist der Dingo. Nicht nur Rock. Molten, Passiv, Underwebs, Basic, das ist aber Goblin. Kein Warps, da kommen wir her. Wool Ethics, das war's, oder? Dahin müssten wir jetzt, das ist immerhin ein Zwerg. Ich glaube, Zwergen in einer Zwergensiedlung, die finden wir nachher. Wool Ethics war es doch, ne? Das passt doch jetzt, oder? Wool Ethics ist eine Tagesreise. Okay. WB. Traveln. Ich muss noch mit den generell, auch mit den Quests und sowas ein bisschen noch zurechtfinden, wie das funktioniert. Hier durch die Berge kommen wir wieder nicht, ne? Genau, durch die Zwerge kommen wir. Berge. Mhm. Die Berge kommen wir nicht. Nee, wir raten.
rasen hier einfach mal rüber. Ups, wir sind zu weit gerast. Andere Siedlungen, von der wollen wir nichts. Da rasen wir auch mal kurz vorbei. Und über die Brücke, damit wir nicht allzu nass werden. Jetzt gibt es hier keine Straße mehr. Ich meine, hier kriegt man keine Infos rüber, ne? So, da wollen wir hin. Das ist die Siedlung, die wir wollen. Nochmal durchs Wasser. Gehen sie oft durchs Wasser hier, bei diesem komischen Weg. So, nochmal durchs Wasser. Über eine Brücke. Was ist das jetzt hier? Nichts, wo man uns reinlassen möchte anscheinend. Kann ich das nachgucken? Was ist das? Goblin Pit. Ist das schlau, ist durch eine Goblin-Siedlung zu laufen? Nein, ist es nicht. Die das einfach sozusagen für sich hier abgeändert haben, ne? So, hier hänge ich jetzt fest. Scheint so. Da war keine Rampe mehr. Ich komme anscheinend nicht runter. Goblins? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich auch wirklich Goblins finde. Was verliere ich hier eigentlich die ganze Zeit? Wasser. Was ist mit mir jetzt schon wieder? So, also erst einmal wieder das Übliche. Wir essen eine Eule. Wir lecken mal kurz an der Eulenleiche und stellen fest, essen möchte ich die nicht. So, jetzt können wir doch wieder ein Feuerchen eigentlich machen. Also erstmal trinken wir was. So. Drink Water 2. Wir haben immer noch Durst. Das ist schlecht. Nein, nicht das. Wenn wir jetzt ein Campfire machen. Campfire Nordwesten. Ich sehe hier kein Campfire. Wenn wir kein Holz mehr haben. Nee, Campfire Südwesten. Brauchen wir Holz? Fälle den Baum. Ich hab gesagt, du sollst den Baum fällen. Dann hab ich keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Fauler Zwerg. Das ist jetzt ein Problem hier. Status. Wir sind müde. Ja gut, wir sind jetzt ein paar Tage unterwegs, haben die geschlafen, ne? Ich finde so, jetzt einfach sich direkt hier neben zu legen, können wir nicht. Wir sind so nah bei den Goblins dran. Wir kriechen uns mal kurz. Einen Berg hoch schaffen wir auch nicht mehr. So. Die Zeit ist sehr groß. So, wir schlafen jetzt einfach mal 2 Stunden. War nicht gut. Uns geht's voll scheiße. Mach mal ein Feuer. Ah, danke. So, weiter. Items. Koch mal. Erstmal können wir noch mal Wasser trinken. Nehmen wir das Trinken weg. Wir wir erhitzen das Feuer. Das Fleisch. Ist es jetzt gebraten? Nö.
Wie oft kommen wir, müssen wir das jetzt essen? Zwei? Auch? Okay, zwei. Da sind wir halt noch ein bisschen müde und so weiter, ne? Komm, wir schlafen jetzt einfach mal until dawn. Schlafen mal ein bisschen. Wollen wir mal ein bisschen Schlaf nachholen hier. So, sind wir wenigstens. Na, es geht immer noch kacke. Wir haben immer noch Hunger und Durst. Essen können wir noch. So, trinken ist ein anderes Problem. Travel. Am besten kommen wir nach Hause. Nach da wollen wir, ne? Uletics. Das ist ein Ort weiter rechts. Was mir relativ egal ist, wir gehen erstmal hier unten zu den Häusern. Ist immer noch alles gefroren. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich will meine Trinkflasche auffüllen. Ich muss doch irgendwann mal. Warum starten wir im Winter? Wer kam denn auf die Idee, im Winter zu starten? Nicht das Tee, das große Tee. Dauert noch ein bisschen. Ein bisschen südlicher und dann gibt es hier irgendwo. Hoffe ich, eine Unterkunft? Irgendwas? Weil noch weiter südlich. Läuft uns nicht weg. Irgendwo da unten. Hallo? Hallo? Da. Jetzt einfach das Bett nehmen? Nein. Dann nicht. Auch essen und trinken. Essen kann ich hier sonst auch bestimmt wieder vom Feld klauen. Wenn ich mich jetzt hier einfach hinstelle und sage, schnapp dir. Lief. Das sind nur Blätter, ne? Ich habe jetzt. Ja, Leaf kann man essen. Ist okay. Und wo kriege ich jetzt Wasser her? Wo ist ein Händler? Ein Händler wäre jetzt interessant. Huch! Warte mal, wen haben wir denn hier? Glassmaker, Trader. Rede mit dem Trader. Weiterreden. Kalem. Die Eltern müssen interessant gewesen sein. Ja. Nochmal. So. Mit dem Trader weitersprechen. Und mal fragen, was du anbietest. Erlaubnis für einen Tag zu bleiben. Trade Partners, so eine immer. Meine Mission. State your value. Was Wetter. Was machst du? You look like a mighty warrior. Mit einem Trader. Ja, das weiß ich. Ich wollte mit dir handeln. Ask favor, place request, make demand, so issue order. Ne, warte, wir können auch fragen. Direction. Ist aber nur nach Leuten. Okay, das passt nicht. Ich hätte es gewartet, vielleicht kann er mir sagen, aber wo ist die Kneipe? Das wäre jetzt cool gewesen. Trade or settle debts. Coming soon. Was auch immer das ist.
Das ist einfach ein Trade. Der Trade hätte ich jetzt halt cool gefunden. Gift take or shop personal items. Exchange. Okay, geht auch nicht. Das Favor place request, make demand to issue order. Was geht jetzt so? Demand, setze Listener hier. Demand an item. Butter screen. Nee, das ergibt gerade irgendwie auch keinen Sinn. Ausfragen ergibt keinen Sinn. Kann man einfach sagen, das gehört jetzt alles mir. Das funktioniert auch nicht. Kann ich nicht handeln oder bin ich einfach im Englischen zu doof, um es zu finden? Wahrscheinlich bin ich aber zu doof, um es zu finden, ne? Ist doch Mist. Grüße! Wohin reist ihr? Er geht von der Patrouille zurück. Wir sind genau da, genau, wir sind da, wo wir hinwollen. Okay, das ist super. Kann ich jetzt an halt genau eine Person fragen? About somebody. Elf, Dwarf. Ach Gott, wie hieß denn der jetzt? Warte, warte, warte. Avus, Trunkens müssen wir das zurückhaben. Von Tosit Scardiamond. Tosit Scardiamond. Also, continue conversation. Scardiamond. Achso, erst Enter und dann kann ich da drauf, ne? She is other person. Ja, das habe ich mir gedacht. Wo ist denn der Eingang hier? Was ist denn das für eine Gruppe? High Voiced Mönche. Mönche! Ja, sind hier ein paar Mönche. Mit denen will ich mich jetzt nicht anlegen. Ich suche nämlich eine Silberkriegshammer. Der wurde uns geklaut. Ich folge mal der Patrouille hier. Wir sind ja erstmal nicht grundsätzlich böse. Anscheinend. Aber die haben eine sehr ausgiebige Mauer gebaut, ne? Ich habe einen Fluss gefunden. Na, wenn du das sagst, ich sehe hier nur Schnee. Aber cool, wenn man Schnee auch kaputt stiefeln kann, ne? Wer ist das jetzt? Ein großköpfiger menschlicher Mönch, okay. Und da geht's rein. Ich bin glücklich zu helfen. Okay, wir gehen hier rein. Verlieren ein bisschen Wasser. Sehr voll hier. Oh Gott. Ach, hier ist ein Trade-Depot. Das ist auch schön. Hier wird gerade gehandelt.
Hallo. Es ist zu viel. Jedes Gespräch hier. Habt ihr mal gesehen, wie viele Zwerge das hier sind? Oder was auch immer. Das ist ein Butcher. Peasant. Na, wo ist denn der Elder People? Die Älteste hier. Am Handeln? Nee. Da stehen ja keine Namen bei, ne? Weil wir die noch nicht kennen. Das muss man nachfragen. Wo sollen wir auch wissen, wer das ist, ne? Wir kennen die ja gar nicht. So, wir... Ist er weg. Wer baut denn solche Eingänge in da unten? Bin ich schon wieder? Habe ich mich schon wieder hingelegt? Das muss jemand anders gewesen sein. Es geht ganz schön weit runter. Es geht noch tiefer. Ne, warte mal. Ist ja zu viel. Ja, und jetzt haben wir das Problem. Hier. Wieder so ein Ding, ne? Okay. Es muss irgendwas Spannendes hier unten sein. Da gehen alle hin. Oder sie hauen alle von da unten ab. Ich bin mir gerade ein bisschen unschlüssig. In welche Richtung die laufen. Ja, wo sind wir denn jetzt hier? Eine Statue. Wir müssen mal gucken, was hier überall in diesen Showcases drin ist. Irgendwelche Golddiamanten. Wahrscheinlich auch. Bismut, okay. Dann finden wir den Hammer in einem von den Showcases. Das wäre auch angenehm. War aber leider nicht der Fall. Wenn in der einen Hülle, da war glaube ich Wasser, da hätte man die Wasserflasche mal auffüllen können, ne? Huch. Ist das ein Zwischenboden? Nein. Okay, wo sind wir jetzt? Hier leben ganz schön viele Zwerge. Könnt ihr bitte aufhören? Ich will mich nicht bewegen. Ich will, dass ihr aufhört zu quatschen.
Kann ich mit einem von euch jetzt darüber sprechen, wo der Typ ist? So, Kelly sagt Hallo. Keiner weiß, wer das ist. Somebody. Ist ja Diamond. Erst Enter drücken, dann kann ich auch fragen. Ja, das weiß ich. Kann ich nach der Direction fragen? Aber genau wo, du weißt nicht genau, wo deine hier Dorf, Festungs, was weiß ich, was Älteste sitzt? Schlecht. Also, wenn ich das mitkriege, dann, wenn ich sie finde, werde ich es petzen. Oh Gott, oh, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Auf alle Fälle. Ich verabschiede mich auch immer nie, ne? Ich bin sehr unhöflich. Direction. Vielleicht weißt du das. Wo genau wir gucken müssen, weiß keiner. Okay. Halt so voll. Ich muss irgendwie durch. Ach, ich hab mich schon wieder. Ich hab noch nicht genau verstanden, warum der sich so oft hinlegt. Oh, was ist in einer Kiste für einen Beutel? Ist was Schönes drin? Ich habe alles im Schild gefunden. Keiner gemerkt. Ich gehe mal kurz raus hier. Ich gehe mal kurz vorbei. Danke. Irgendjemand hat ein Schild verloren. Ich habe es aufgegeben. Ich bringe das so zu seinem Besitzer zurück. Alles okay. Ich habe nicht geklaut. Hier machen wir noch weiter nach unten. Hier guckt gerade keiner. Wir hätten auf dem Weg nach oben machen können sollen, nicht auf dem Weg nach unten. Wie tief geht das hier? Klub. Ja, ich muss nur einen Händler finden, der mir das nachher abkauft. Wenn wir schon hier nachher die Axt, den Kriegshammer nicht finden, den silbernen, dann gehen wir einfach mit den geklauten Artefakten weg. So, wir sind unten angekommen. Hallo? Wer baut denn hier unten eine Tür? Wer wohnt denn hier? Hier ist einfach niemand. Was ist das für ein Gang? Eine Tür vielleicht? Nein. Wer baut denn sowas? Okay, es hat sich nicht gelohnt, nach unten zu gehen. Okay, wir haben jetzt ein paar Sachen geklaut. Ich habe den Ältesten nicht gefunden. Wollen wir mit dem Liebesgut das einfach abhauen? Gehen nach Hause und suchen dort einen Händler, der uns den Scheiß vielleicht abkauft? Also ich hoffe erstmal, dass wir vielleicht draußen doch noch mal die Älteste finden. Ich mache mir nur aktuell ein bisschen Sorgen, falls die Wachen auf mich aufmerksam werden.
Irgendwie sind nämlich die Showcases so leer. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, ich mag es gut angezogen zu sein. Ach, jetzt geht das Gelaber wieder los, weil wir jetzt hier wieder da sind, wo so viele rumlaufen, ne? Hier sollten wir nicht. Kannst du bitte aufstehen? Vor Schwäche hat er sich hingelegt, weil er nichts zu trinken hat. So, hier darf ich nichts klauen. Hier laufen zu oft Zwerge drum vorbei. So, so. Wer bist du denn? Du bist das nicht, ne? Ich weiß nicht, warum der so viele Hände hat. Deswegen interessiert mich das gerade. Ich wüsste gern, warum der so viele Hände hat, aber ich traue dem nicht. Ach, der klettert. Der klettert hier. Dafür stehen die Hände. So wie die Pfeile hier für das ich lieg am Boden stehen, stehen die Hände für dafür, dass er klettert. Na, jetzt ein Buch. Oh Gott, ist das ja voll. Hier sind ganz viele Bücher. Ist aber kein Totenbeschwörer in der Nähe, ne? Lass mal jetzt nicht nach einem Totenbeschwörerbuch direkt suchen. Nein, ist mein Internet weg. Mein Ding sagte gerade, ich habe eine Verbindung verloren. Bitte sag mir, dass ich nicht die Verbindung verloren habe. Angeblich ist sie wieder da. Okay. Wir suchen jetzt nicht irgendein Totenbeschwörerbuch, das ist ein bisschen viel, würde ich mal sagen. Wir versuchen die Zeit zu verlassen. Am besten versuchen wir was zu trinken zu finden. Also Wasser. Interessanterweise ist der Schnee jetzt weg, ne? Das heißt, wir haben vielleicht auch Wasser? Wir können halt die Trinkkohle mit. Nein. Warum auch? Warum auch? Ah, das ist auch kacke. So. Also wieder ab hier in die Siedlung. Irgendwo hier, wo ich jetzt stehe, muss es eine Unterkunft geben. Da drinnen. So, rein da. Rohr, Swasher, Farmer, Euer, Peasant, Operator, Farmer, Milka. Klingt jetzt nicht so, als würde sie handeln. Also erstmal danke Rundstutzen, dass ich doch noch da bin. Wenn ich jetzt sehe hier, instable oder Chat wird neu connected, mache ich mir erstmal grundsätzlich Sorgen. Weil leider kennen wir ja schon ein bisschen meine Verbindung hier manchmal. Sagt die einfach, nö, heute nicht. Ich kriege irgendwie voll fiese Halsschmerzen. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Meine Frau hat mich angesteckt. Die jammert schon seit 2 Tagen. Doch nicht heute. Blacksmith, Maker, Farmer, Miner, Milker. Trader.
kann ich mit dir jetzt traden. So, grüßen. Natürlich zu sehen, ja. Feeling troubles, direction, somebody, local ruler, settle debts, coming soon, give, take, show, personal items, will ich ja nicht. Request, demand, or issue order. Das sind nur solche, also mach was. Also Befehle geben, ausfragen, fragen, dass er zu uns gehört, sagen, dass die Gegend hier uns gehört. Und fragen, ob wir für einen Tag bleiben dürfen. An Handelspartner fragen, was hier in der Umgebung ist. Meine Gefühle ausdrücken. State your values. Also um herauszufinden, wie wichtig dem diverse Sachen sind, ne? Okay, irrelevant. Gerade. Wetter, Natur, beruhigen, Witz erzählen. Goodbye. Klettern, suchen, springen, talk, stop performance. You're not prone, kick to prone. Also mit dem Hinlegen. Dafür ist der auch okay. Kämpfen. Sneaken. Movement. Inventory. Lock. Your status. Lock. Also Inventory. Warte mal. Wir haben in unserem Inventory. Würfel, Würfel und ein Schild. Das hilft mir nicht. Drop, where, remove. Hilft mir nicht. Ich glaube, dass hier vielleicht was ist zum Verkaufen. Noch lebt er. Na, das war gut da, Caleb. Ich kann auch am Bronzebolzen lecken. Das hilft mir aber auch nicht weiter. Wie kann ich handeln? Nur an Trading Depot? Kann ich nach irgendwelchen Sachen fragen, die in der Nähe sind? So, und zwar Direction, Settle Debt, Give Take Place. Kann ich irgendwas aus der direkt hier aus der Gegend fragen? Über die Umgebung. Gibt's noch nicht lange, ist ja okay. Direction. Kann ich nach einer Taverne fragen? Nein. Ich kann nach Titanen fragen. Aber nicht, wo man hier in Ruhe was saufen kann. Darf ich einen Tag hier bleiben? Das ist aber nett. Also, ich darf hier bleiben, aber es hilft mir nicht. Oh.
keine Ahnung, wie ich handeln soll. Gibt es noch irgendwas anderes, ein anderes Gebäude hier? Wir gehen mal nach da und hoffen, dass da vielleicht ein Trader ist. Und hier unten ist ein Eingang. Ich höre euch doch. Ich höre euch doch. Wo ist denn der Eingang? Da. Das sieht auch nicht so jetzt nach Trader aus, ne? Sind alle besoffen. Okay, die sind alle besoffen, da will ich nichts mit zu tun haben. Da ist einfach alle drunk. Hier? Steht eine Statue. Und da ist eine Tür, aber da drinnen wird niemals ein Händler sein. Farmer, Farmer, Milka, Potter, Farmer. Nachbardorf. Sind ja erstmal alles Freunde hier. Das Große sieht immer aus wie das Hauptgebäude, deswegen gehe ich erstmal dahin. Und hoffe, dass dann dort was ist. Oder hier ist einfach gar nichts. Hä? So, hier quatschen sie jetzt wieder. Unter mir wahrscheinlich. Da ist die Tür. Hier ist nicht viel. Farmer, Surgeon, Cleaner, Farmer. Ne, ist nicht viel. Weil, es tut mir leid, jedes Mal, wenn ich schlucke, tut das weh. Ich werde nicht so lange machen wie sonst. Ich werde, glaube ich, gleich schon aufhören, weil das ist total unangenehm gerade. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Wie gesagt, meine Frau, die schimpft seit 2 Tagen. Irgendwas ist mit meinem Hals passiert. Aber erst innerhalb der letzten Stunde, es geht plötzlich einfach los. Ich voll fiese Halsschmerzen gerade. Hier vielleicht ein Händler drin? Angina? Was ist jetzt Angina? Letter Worker, Chest, Make-up, Pressure, Gelder, Pharma. Sie kämpfen da drin. Ich hab's das doch gesehen. Da ist auch Blut. Keine Ahnung, es ging plötzlich auf einmal jetzt los, so, keine Ahnung, so vor einer Stunde. Man merkt ja immer, wenn ich schlucke, gucke ich kurz ein bisschen. So komisch, weil es hier auf der Seite unglaublich weh tut, wenn ich schlucke. Das ist sehr unangenehm gerade. Aber kann das Spiel nicht an. Es kann natürlich auch sein, dass, genau, die Rache von der Eule. Ne, Karma hat direkt zugeschlagen. Na, von jetzt auf wieder. Ich hab ja keine Erkältung. Ich hab ja sonst gar nichts gehabt die letzten Tage. Gar nichts. Und wie gesagt, meine Frau sagt auch, sie hat Halsschmerz. Und jetzt geht's los. Mal gucken. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich jetzt diesen scheiß Händler finde. Ich kann auch ganz nach Hause laufen. Warte, da haben wir gestartet. Nee, da haben wir gestartet. Und wir hoffen, dass wir zu Hause jemanden haben, der uns retten kann. Oder der uns da helfen kann. Ah,
Also ich habe das erste Mal, also ich habe schon öfters mal Halsschmerzen gehabt, aber nicht so von jetzt auf gleich, ohne irgendwelche Krankheitssymptome. Damals, als wir noch jung waren, ne? Lang, lang ist's her. Bevor wir jetzt hier weitergehen, wir gehen einmal hier zum Bach. Hoffen, dass es jetzt vielleicht mal getaut hat. Nein, es hat einfach nur noch mehr geschneit. Warum schneit es denn jetzt noch mehr? Irgendwann muss der Winter noch mal vorbei sein. Genau, hat nichts. Naja, stimmt doch gar nicht. Ich hab doch erzählt, ich hatte einen C64 und so weiter. Also bei mir war das hier. Mein erster Computer war der Z1. Ich hab noch auf dem Z1 gelernt. Meine ersten Spiele gespielt. Ne? Und Pong war schon Hightech. So, wir gehen einfach nach Hause. Und hoffen, dass hier jemand ist, der uns rettet. Ich muss sagen, es tut mir leid. Ich werd damit jetzt aufhören. Mit dem. Alter. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Dass ich jetzt sehr viel früher aufhöre als sonst üblich und der Stream sehr kurz war. Aber der Hals bringt mich gerade um. Der ist sehr unangenehm. Und ich möchte nicht immer so gequält die Kamera gucken, wenn ich schlucke. Es tut mir leid. Google mit Salzwasser hilft. Ja, das kann ich jetzt nicht wieder kaufen. Ich habe normales Wasser. Hilft auch normales Wasser? Kann ich normal trinken einfach? Ich mach das mal ohne dem Dings, ne? Wegen meinem coolen Zwergenglas. Okay, einfach nur trinken hilft nicht. Das tut weh. Korn habe ich nicht im Haus. Tut mir leid. Korn habe ich hier nicht. Ach, ich kann sogar sagen, wie ich laufe. Mensch, das sehe ich jetzt erst, wo ich auf dem M für Map gucken wollte. Ich sehe alles anders. So, Travel M gibt es die Karte. Also, wir sind zu Hause. Und wir sind zu Hause. Und da würden wir dann theoretisch beim nächsten Mal im Adventure Mode nochmal nachmachen. Ich werde auch die Zeit jetzt nutzen, wenn ich jetzt schon früher aufhöre und so weiter. Vor dem nächsten Stream werde ich rausfinden, wo man Trader findet zum Handeln. Weil wir müssen unser Diebesgut jetzt ja loswerden. Ich stelle auf alle Fälle fest, dass doch ein bisschen was noch im Adventure Mode fehlt. Was in Classic drinne war. Ja, zumindest bei der Charaktererstellung. Vom Rest kann ich wenig sagen, weil wir haben auch damals in Classic wenig im Adventure Mode gemacht. Weil die Steuerung dort halt sehr komplex war. Hier ist es zumindest einfacher zu bedienen. Ich kann nur sagen, dass bei der Charaktererstellung was fehlt. Alles andere kann ich nicht beurteilen, kann ich nichts zu sagen. Aber ich gucke hier auf alle Fälle rein, wenn ich weiß, wo man handeln kann. Kämpfen haben wir schon hingekriegt, die arme Eule hat das mitbekommen, das Wiesel auch. Bäume haben wir gefällt, wir haben was gegessen, getrunken, wir haben nur leider kein Handy, wir haben was geklaut. Wir sind sehr effektiv gewesen. Aber wie gesagt, aufgrund des Halses werde ich jetzt leider aufhören. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich kann euch aber bestimmt irgendwo hinschicken, weil ich doch gerade heute nicht der Einzige sein werde, der Dwarf Fortress streamt. Also, nein, es muss einen Deutschen geben. Es muss einen deutschsprachigen Dwarf Fortress Streamer gerade geben, den ich anscheinend folge ich gerade keinem. Der vielleicht spielt. Es gibt aber welche auf Deutsch. Zeig mal. Einen. Es ist so frustrierend. Es ist wirklich frustrierend. Du sitzt hier, Dwarf Fortress bekommt endlich nach fast anderthalb Jahren seinen Adventure Mode. Und der Einzige, der das mal wieder streamt, bin irgendwie auf Deutsch um diese Uhrzeit, das ist gerade mal 10, bin ich hier unter Leguan wieder. Also schicke ich euch zu Leguan. Der ist auf jeden Fall auch im Adventure Mode drinne. Und ich bin immer noch dafür, dass alle unterstützt werden. Alle deutschsprachigen Dwarf Fortress Streamer müssen zusammenhalten.
Und dann geht's halt zum Leguan. Nicht anscheinend nicht richtig schreiben kann. Und deswegen gerade nicht finde. Da ist er. So. Ich hoffe, es ist okay für euch. Wie gesagt, es tut mir leid. Der Hals macht gerade einen Strich durch die Rechnung. Aber wie gesagt, ab dem Moment, wo ich schlucke, gucke ich sehr schmerzhaft. Und keine Ahnung. Ich hoffe, ich schlafe mir das heute Nacht einfach weg. Und spätestens am Sonntag geht es dann weiter. Entweder hier oder bei Helldivers 2. Ich habe nämlich hier der MKR, mit dem wir sonst schon mal Helldivers gespielt haben, hat nachgefragt, ob wir noch mal eine Runde machen können. Ich habe gesagt, ich guck mal. Und das wird eine spontane Entscheidung für den Sonntag dann werden, ob Adventure Mode oder Helldivers. Und jetzt schicke ich euch zum Leguan. Lasst Grüße da. Es tut mir leid, dass es jetzt kürzer war als geplant. Ich dachte, ich könnte auch länger. Aber ich wusste nicht, dass du plötzlich einfach mitten im Stream mein Hals sagt, nö, heute nicht. Seht mir es bitte nach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.